Hallo Markus, herzlich willkommen an der Hochschule Esslingen. Dankeschön. Stell dich mal kurz vor und was euer Unternehmen so macht. Mein Name ist Markus Puchinger. Ich bin jetzt selber beschäftigt bei der Star Electronics am Standort Göppingen. Unsere Mutter ist die Star Corporation, hier auf dem Becher zu sehen, als Star meistens dann auch dargestellt. Das heißt, überall, wo es nach extern geht, sieht man auch Star. Und wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das aber sehr stark gewachsen ist in unter anderem auch das Produktgeschäft, wo ich tätig bin. Okay. Wir haben viele Bereiche, unter anderem Logistik, Mediendienstleistungen, auch Engineering-Consulting-Bereiche oder der Bereich Elektronik, in dem ich jetzt tätig bin mit zwei Hauptstandorten. Das ist einmal in Göppingen und einmal in Sindelfingen. Und dort bieten wir Elektronikprodukte im Bereich Vernetzungstechnik an. Das ist das Göppinger Umfeld, wo wir dann auch Studenten suchen in diesen ganzen Bereichen. Oder der Standort in Sindelfingen, wo wir unter anderem auch Werkstätten haben, eine Kabelfertigung. Auch da suchen wir stetig Unterstützung. Was macht euer Unternehmen besonders attraktiv für uns Studierende? Zum einen die Firmenkultur. Ich denke, wir sind, trotz dass wir schon ein gewachsenes Unternehmen sind mit über 800 Mitarbeitern, versuchen wir eine Startup-Kultur zu pflegen, auch eine Du-Kultur. Das heißt, egal ob Vorgesetzter oder Mitarbeiter, alle duzen sich eigentlich. Und wir bieten den Studierenden sehr attraktive Stellen, zum einen vom Anspruch, je nachdem, wo man sich nachher einbringen will, hat man auch die Freiheit, sich sehr weit einzubringen. Aber auch technisch haben wir herausfordernde Stellen und bieten dort Praktika, Werkstudentenstellen als auch Abschlussarbeiten an. Für uns Studierende ist das Stichwort Work-Life-Balance sehr wichtig. Wie ist es bei euch so im Unternehmen? Wir haben an vielen Standorten eine Vertrauensarbeitszeit, was bedeutet, dass man sich seine Arbeitszeit auch einteilen kann, wie es eben dann zum Privatleben auch passt. Wir haben Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, das heißt auch Mitarbeiter, die verkürzt arbeiten, eine 4-Tage-Woche dann auch haben, bieten auch da, wo es möglich ist, mobiles Arbeiten an. Das heißt, jetzt in den Produktionsstandorten ist es meistens schwieriger, aber gerade in den Entwicklungsstandorten fällt es leichter, dass man auch dann einzelne Tage auch mobil arbeitet. Oh, cool. Markus, ich danke dir für deine Zeit und noch einmal herzlich willkommen bei uns hier an der Hochschule Esslingen. Dankeschön für das Interview. Gerne.